Well, international community, right now you're going to see a video of two CSK two-door Range Rovers, the ones that was limited to 200 units. We found two here in East Africa, number 135 and number 69. Both of them are out of the limited edition for CSK Charles Spencer King, out of 200 limited, but even more out of only 49 made with the automatic gearbox, the ZF automatic gearbox. So we have Range Rover number 135 and number 69 out of 49 automatic cars in a limited edition of only 200 vehicles, and they are both here in Kenya. Have fun with them. Leute, der Eigentümer muss anonym bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Der hat mir aber erlaubt, den Steve hier mit reinzunehmen auf Ehrenwort und dass wir alle Nummernschilder, seine Gesicht und Sprache alles ausblenden. Und jetzt kommt der Hammer. Charles Spencer King, Land Rover Mechanik. Es gab nur 200 Charles Spencer King zweitürige Range Rover, und was haben wir hier? Kommt mit. Und jetzt, Leute, ist Ehrfurcht geboten. Wisst ihr warum? Das sind zwei von 200 weltweit. Eierkraulen, Sackbacken, Zweitürer, Baujahr, sage ich euch noch. Komm. Alles. Kommt, komm rein. Alles an dem Auto gebietet der Ehrfurcht, weil das ist zwar eine zweitürige Karosse, aber allein die Tür wurde schon modernisiert, ist viel leichter wie original. Ansonsten ist die Karosse von außen original zweitürig, aber innen drin ist das ein P38 3,9 Liter Einspritzer, okay? Und hier haben wir jetzt, müssen wir die Nummer suchen. Das Auto hat natürlich eine Plakette, weil die sind ja nummeriert. Jetzt müssen wir die Nummer suchen, Leute. Die sind ein bisschen runtergekommen, die Autos. Der Eigentümer, der ist durch einen persönlichen Tumult durchgegangen, ja. Aber absolut komplett. Ich muss mal eben rüber auf die andere Seite. Mal, das ist der Wahnsinn. Habt ihr noch nie gesehen, sowas? Ich hab sowas nur vorher gesehen, weil ich die Autos vor 15 Jahren mal repariert habe. Hier, Charles Spencer King, so wie das Auto hier steht. Film from afar, that you see the original Charles Spencer King. Es ist unglaublich, oder? Ja, es ist unglaublich. So. Hier seht ihr EFI 3,9. Mit dem P38 Lenkrad, so gab es das ja im Zweitürer nicht, ne? Aber im Charles Spencer King natürlich. So, und jetzt müssen wir die Nummer finden. Ah, jetzt kommen wir langsam. Holzapplikationen. Okay, wir kommen der Sache näher. Lüftungsgitter, Echtholzapplikationen und Schalter. So, komplette 3,9 Liter Technik ABS. Komplett. Die Nummer kann fein. Und hier. Die Originalplakette. Nummer 135. Original Fahrgestellnummer. Alles original. This is number 135 of 200.
So, hier ist der andere CSK. Hier. Auch einer von 200, aber tot. Nicht zu restaurieren. Wenn überhaupt, könnte man den nur aufbauen mit einer nagelneuen Karosserie. Ihr seht das. Man kann das Auto nicht mehr retten. Es geht einfach nicht. Man müsste eine neue Karosserie haben. Aber der ist fast neuwertig. Das Auto hat 40.000 Originalkilometer auf der Uhr. Und jetzt gucken wir mal rein, welche Nummer. Hier, fällt die Tür raus. Habt ihr gesehen? Komm hier, komm hier rein. So, jetzt natürlich noch geiler hier. Jetzt sieht man auch die Original-Inneneinrichtung hier. Seht ihr das? So, Original-Einrichtung hier. Leider der Stuhl im Arsch. Aber Nummer. Und Achtung, jetzt will ich, dass die deutsche Internet-Community, Auto-Internet-Community, alle Bescheid sagen. JP, ich habe dein Auto gefunden. Einer von 200. Range Rover CSK. Der könnte nach Deutschland kommen, zusammen mit seinem Bruder, der Nummer 135. Und Achtung jetzt, now you make drums and everything when I show this number. Achtung! Da, da, da! Habt ihr verstanden, Leute? Das ist Range Rover. Zweitürer. CSK, im absoluten Originalzustand, mit 14.303 Kilometern original gelaufen, Nummer 69, von 200, das ist ein Sensationsfund weltweit. Ja. This is a sensational find worldwide, guys. These are two of 200 Range Rover CSK, the originals. One with 14,000 kilometers on the clock. Absolutely complete. Unfortunately, total loss of body structure. This is number 135. Equally original. Same batch cars, same everything. In a much better rebuildable condition. Welcome to the real world of car enthusiasts in Africa. So Leute, jetzt habt ihr hier eine Einmaligkeit, eine Sensation, die es so nie mehr wieder geben wird. Ja? Es gab nur 200 Stück. Nummer 69 steht hier. Die würde ich gerne an den JP vermitteln. Das wäre machbar, das ist möglich. Die zwei Autos in einen Container, fupp, dann baut man die Nummer 69 wieder auf. Und müsste vielleicht die Nummer 135 opfern. Oder man redet mit Rover, das ist ja in dem Fall jetzt Tata in Indien, redet mit denen, ob die einen anderen Body schicken. Denn technikmäßig und so weiter, und es kommt auch nie mehr, die Gelegenheit gibt es nicht mehr. Das Auto wurde gebaut wegen Charles Spencer King, wurde wegen dem gebaut, weil sie noch Teile hatten, ich weiß es nicht, und die Nummer 69 steht hier, da geben die Eier auf. Innenausstattung, alles von dem ist einwandfrei. Nur dieses Auto ist zu Tode gerostet. So. Ja, wenn ihr nochmal gucken wollt, substanzmäßig, die gibt ja immer wieder Leute, die sagen, nee, den kann ich wieder retten, den kann ich wieder retten. Nein, den können wir nicht mehr retten hier. Seht ihr? Auto, Mamage, kaputt. Kaputt. In Staub hat er sich verwandelt. Okay? Aber der ist super original. Von unten drunter wie neu. Das Auto ist von unten wie neu. Technisch wie neu. Den tun wir Dampfstrahlen anschmeißen, dann fahren wir weiter. Range Rover CSK. Picture vom Fahr. So. Das ist meine Überraschung für euch. Das nächste Video, was ich euch jemals machen konnte. Sowas werde ich auch nie mehr wieder. Ich show the number. Haben wir natürlich hier noch. That's a P38? Ja. Yeah. And this one? This is more modern. But
Ja, und ihr seht ja, Leute, wir sind bei einem Enthusiasten, ja. Den Wagen, den haben wir schon mal aufgebaut für Mosambik. Ein geiles Reiseauto. Und da steht dann unser trauriger Custom Range Rover als Kontrast. Guck mal, den and show the CSK. Show this, show the CSK, ja. Only, Leute, wir müssen nochmal dahin kommen, wir gehen nochmal hin. Ihr müsst das verstehen, Leute. Es gibt nur 200, hier stehen zwei und einer davon ist Nummer 69, okay? Leute, nochmal hier für euch zum Mitschreiben. Es gibt 200 Range Rover CSK Tudor, davon stehen hier zwei. 135 und perverserweise die Nummer 69. Ja, das ist kein Clickbait, das sauge ich mir nicht aus den Fingern, das ist for real und ich habe die entdeckt. Wie genau, kann ich euch leider nicht sagen, okay? Aber wir sind hier bei einem Range Rover Enthusiasten und einem Kunden von mir, dem ich schon viele Jahre Custom-Fahrzeuge baue. Unter anderem hier diesen P38, den habe ich mal umgerüstet für eine Transafrika-Reise. Hier seht ihr zum Beispiel mal Range Rover mit Dachgepäckträger von Heino. Did it ever, it worked, eh? Solid. Yeah. The only thing I gave up was the strapping. No? So if you strap it well, yeah. Solid. I like this car a lot. I love the old ones, I love my car, but I like this one. This car made Abdul into a believer already. Also hier Leute, jetzt seht ihr mal ganz genau in einem Schwenk, wie das ist, wenn man ganz viel Geld hat. Oder ganz viele gute Ideen. Das ist mein Zweitürer Custom Range Rover mit Nissan Dieselmotor. Das ist meinem Freund sein, einer von vielen V8 Range Rover. Das ist dem sein Audi V6. Da steht noch ein Range Rover, noch ein Range Rover. Und wenn es mal eilig hat oder auf der Baustelle muss, dann fährt er mit einem frisierten Picker. Ja, Money Talks, Bullshit Walks. Ja Leute, ich muss euch dazu noch eins sagen, wir hauen das Video noch mal raus mit ein bisschen Englisch, weil das ist natürlich interessant für so viele Menschen. Aber wenn der JP wirklich die Nummer 69 haben will, wir werden niemand sagen, wie man an das Auto drankommt, es sei denn der JP oder einer vom Büro natürlich würde uns kurz Bescheid sagen, dass die das nicht wollen, aber falls JP Performance ein Auto will, dann können wir das für die regeln. Ein anderes Ding, was ich euch noch sagen muss, Leute, das sind nicht zwei von 200, sondern das sind zwei von 49, weil das sind beides Automatikmodelle und innerhalb der Serie von 200 Stück wurden nur 49 mit Automatikbox gebaut, okay? Das ist noch das Wichtige dabei zu bedenken. Also hier, der kleine Speedshop-Kanal in Kenia mit dem größten Sensationsfund, Scheunenfund, überhaupt, okay? So, haben wir das.